Schönheit ist faszinierend. Faszination bedeutet, dass wir gefesselt sind, abgelenkt sind, unsere Blicke angezogen werden. Die Schönheit der Berge fasziniert uns. Und es ist ein Doppeltes. Wir sind überwältigt von der Schönheit und zugleich auch beschämt und werden bescheiden. Wir sind angezogen und so vieles tritt zurück, was eben noch bestimmend war. Schönheit ist eine Form der Überwältigung ohne Gewalt. Es ist keine äußere Kraft, die mich zwingt. Und dennoch bin ich überwältigt von der Schönheit der Natur, der Schönheit eines Konzertes, von der Schönheit eines Menschen, den ich liebe. Überwältigend. Aber Schönheit des Glaubens, na, seid ehrlich, ihr habt gedacht, ja, wäre ja ganz gut, aber ist das jetzt wirklich die richtige Kategorie? Nun, wir wollen uns vergegenwärtigen, was ist denn eigentlich Glaube in der Kürze der Zeit? Und was kann an einem solchen Glauben denn schön sein? Nun, zuerst will ich es nicht übergehen, und in der heutigen Zeit muss man es doppelt betonen. Zunächst einmal bedeutet Glaube Wissen, überzeugt sein von etwas. Ich glaube, das ist eine Grundformulierung des Glaubens im Neuen Testament und in der ganzen Geschichte der Kirche. Und das muss man heute betonen, weil heute Glaube mehr Gefühl, Erleben ist, aber wir uns schwer tun zu sagen, an was glauben wir, was sind die Grundlagen unseres Glaubens. Es gibt keinen Glauben, auch nach der Entfaltung, die jetzt folgt, es sei denn, dass es auch einen Glaubensinhalt gibt. Also ein Plädoyer für die Grundlagen des Glaubens und das Bekenntnis. Aber es ist ganz klar, wenn man mit der Bibel unter dem Kissen oder Lutheraner mit dem kleinen Katechismus, wenn du lieber höher schläfst, mit dem großen Katechismus unterm Kissen, wenn du das einfach nur Glauben heißt Wissen und das tue ich unter das Kissen, wenn du so lebst, ist das noch nicht der ganze Glauben. Und es ist die Stärke des Pietismus, der Erweckungsbewegung, natürlich auch der Erneuerung in der katholischen Tradition, der Reformation, dass sie kapiert haben, Glauben ist mehr als Wissen, Glauben ist mehr als Dogmatik. Es will ja gelebt sein, es will zur Tat werden. Und insofern ist dieser Gehorsam des Glaubens, wie es Paulus in Römer 1, Vers 5 formuliert, ganz zentral. Es geht um Glaubensleben. Aber hier sind wir schon dabei, dass wir sagen, ja, das ist ja der Grund, warum ich bei Glauben auch weniger an Schönheit denke, sondern so schön es ist, wenn ich glaube, es ist doch auch anstrengend. Ich muss mich doch investieren. Glaubensgehorsam will ja erstmal umgesetzt werden. Ich höre und jetzt muss ich im Gehorsam etwas tun. Und ich kann das sinnvoll finden wie meine tägliche Arbeit, aber jetzt schön ist es ja nicht unbedingt. Und deshalb kommen wir zu dem biblischen Glauben, zu dem jüdisch-christlichen Glauben und seiner Besonderheit. Ja, überall im Alten und Neuen Testament ist Glaube Wissen und ist Glaube Gehorsam, Tun, Leben. Aber vor allen Dingen ist Glauben ein Drittes. Was? Ich gehe an die erste Stelle des Glaubens in der Bibel und an das letzte Kapitel zum Glauben in der Bibel und beginne mit 1. Mose 15. Gott begegnet Abraham und es heißt wie bei den Propheten, es geschah das Wort des Herrn zu Abraham. Ich bin dein Schild, dein Schutzschild und dein sehr großer Lohn. Gott spricht sich selber zu. Er zeigt sich in seiner Schönheit, in der Schönheit seiner Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Er offenbart sich Abraham. Und diese Selbsterschließung Gottes, diese Selbstvorstellung Gottes, dieses Fasziniertsein von Gott wird nun auch übersetzt. Was heißt das, dass Gott sein sehr großer Lohn ist? Nun, er hat es schon am Anfang in 12 gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Du sollst einen Erben haben.
Nun muss man wissen, dass Abraham und Sarah 90 und 80 Jahre waren, als Gott diese Verheißung gab. Gott sagt ihnen also etwas zu, was nach ihrer menschlichen Wirklichkeit und nach der menschlichen Erfahrung und Wahrscheinlichkeit völlig unplausibel ist, was völlig unverständlich ist, was völlig unwahrscheinlich ist. Etwas Unglaubliches wird ihnen zugemutet. Und Abraham möchte Gott entgegenkommen, wie wir auch immer wieder ganz kooperativ sind und sagen, Herr, damit du dich, im Schwäbischen sagt man, nicht verlupfst, nicht? Und jetzt von alten Leuten dann noch Kinder erwartest, ich komme dir entgegen, nimm doch meinen Knecht und dessen Kinder sollen Erbe sein. Also Abraham war groß darin, eine menschliche Lösung für eine göttliche Verheißung anzubieten, nicht? So ging es beim Ismael dann auch nochmal schief. Und er sagte, Herr, also wir tricksen das schon, dass deine guten Absichten unblamiert umgesetzt werden in der Wirklichkeit. Und Gott sagt, nein, ich habe einen Plan, ich habe ein Wort, ich habe eine Verheißung an dich. Es geschieht mein Wort nach meinem Plan durch meine Mittel. Ich werde es tun, du wirst einen Erben haben. Wenn Gott zu dir sagt, ich liebe dich vollkommen, dann sagt er etwas völlig Unwahrscheinliches. Wenn er sagt, ich will dich gebrauchen, dann sagt er etwas völlig Unwahrscheinliches. Und damit er es besser greifen kann, sagt Gott zu Abraham, schau zu den Sternen und fange an, sie zu zählen. Später sagt er, greif nach dem Sand und fang die Körner an zu zählen. So zahlreich soll der Segen sein. Geh in die nächste klare Nacht hinein und zähle die Sterne. Das, was du siehst, ist mehr, als du glauben kannst. Du siehst aber einen Bruchteil. Wir könnten viel mehr sehen. Und das, was Gott gesehen hat, war noch mal mehr. Milliarden von Milliarden von Sternen. Und jetzt kommt's. Es heißt in 15,6, Abraham glaubte dem Wort des Herrn. Glaube ist biblisch Vertrauen. Glaube ist Vertrauen. Er vertraute Gott. Es geht in unserem Glauben nicht um unsere Leistung, nicht um unseren Beitrag, sondern wer hat den Glauben geweckt? Es war Gott. Ich glaube nicht, weil ich mich entschieden habe, sondern ich habe mich entschieden, weil Gott mich erwählt hat. Dass ich glauben kann, ist selbst schon ein Geschenk. Er hat mich gerufen, sein Heiliger Geist hat mich vorbereitet. Es wird gerne gesagt, wir müssen aber doch einen Schritt alleine gehen. Das ist eben der Glaube, die menschliche Leistung zum Heil. Nein, alle 100 Schritte ist Gott auf mich zugekommen in Christus. Greift mich bei der Hand, um jetzt jeden Schritt mit mir zu gehen. Glaube ist nicht der menschliche Beitrag zum göttlichen Heil, sondern Glaube ist die Art und Weise, wie wir jetzt schon an Gottes Heil und Schönheit teilhaben können. Im Glauben erkennen wir es, im Glauben dürfen wir es ergreifen, im Glauben dürfen wir aufstehen, im Glauben dürfen wir mit ihm gehen. Und Abraham schaute die Sterne und zählte sie und er griff in den Sand und zählte den Sand und glaubte Gott. Wir greifen nach den Sternen und stecken den Kopf in den Sand und meinen, das sei Glaube. Nein, von Gott her leben. Und damit sind wir bei dem vierten Begriff. Glaube ist Wissen, Glaube ist Gehorsam, Glaube ist Vertrauen und Glaube ist selbst schon Beziehung. Nicht ich glaube, damit ich Beziehung bekomme, sondern wenn ich glauben kann, hat die Gottesbeziehung angefangen. Das Subjekt meines Glaubens ist Christus in mir und ich in Christus. Wir glauben, Gott in mir und ich in ihm. Und erst hier beginnt die Erfahrung der Schönheit des Glaubens. Die ersten 2 Jahre meines Lebens habe ich versucht, aus Dankbarkeit für den abwesenden Christus zu leben. Und ich habe mich 2 Jahre lang angestrengt und habe gemerkt, es klappt nicht. Ich habe mich ein paar Mal nochmal bekehrt, bis ein paar Sohlen abgelaufen waren bei der Evangelisation, beim nach vorne laufen, weil ich mal sage, das war es noch nicht. Ich muss noch mehr glauben. Ich muss noch echter glauben. Das war aber nicht schön. Das war lästig. Und dann habe ich kapiert, Glauben heißt nicht leisten, sondern Glauben heißt Schluss mit Werken, Schluss mit Leistung, Schluss mit ich. Ich lasse mich in Gottes Barmherzigkeit fallen. Ich glaube ihm seine Liebe. Ich lasse Christus in mir leben. Christus kommt jeden Schritt auf mich zu. Hebräer 11, das große Kapitel des Glaubens. Glauben heißt nicht fühlen. Glauben heißt nicht erfahren,
sondern Glaube ist die Fähigkeit, mit einer Realität zu leben, die ich noch nicht sehe. Für mich ist sie aber schon wirklich. Und deshalb verändert sie mein Leben. Ein Überzeugtsein, ein Feststehen bei dem, was wir hoffen und glauben, dass Gott mich liebt und in mir lebt. Glaube ist Beziehung. Und wer das kapiert, dass Christus in ihm lebt und ich in ihm leben darf, in Zeit und Ewigkeit, für den ist Glauben schön. Wunderschön. Danke. Vielen Dank für den guten Impuls und vielen Dank jetzt auch für die schöne Musik zum Weiterdenken und Nachdenken. Wer Gedrucktes von Hans-Joachim Eckstein mit nach Hause nehmen möchte, der ist im Lichthof, wird da großartig bedient. Da sind andere Aussteller auch, die sich auch freuen, etwas von der Schönheit des Glaubens weiterzugeben. Nochmal ein Satz von Fritz Schwarz. Zuerst sind wir als Christen eine Gemeinschaft von Menschen, die sich nicht voneinander abzusetzen oder abzugrenzen haben, sondern die sich gegenseitig die Schönheit des christlichen Glaubens zeigen dürfen. Das wär's doch, wenn wir nach Hause gehen und wenn uns das umtreibt, anderen etwas von der Schönheit des Glaubens weiterzugeben, sie anzustecken von dem, was unser Leben berührt hat. Wir machen weiter auf dieser Spur der Schönheit. Marco Michalczyk und dann später Studenten aus Tabor zeigen etwas, wie in der Kreativität auch die Schönheit des Glaubens nochmal zum Vorschein kommen kann. Martin Kocher, er ist kurzfristig eingesprungen für Claudia Wehrisch-Oblau, die leider erkrankt ist. Er nimmt uns auf die große Reise in die Welt, um die Schönheit in den Kulturen zu zeigen. Und Øyvind Aagland ist unser Gast aus Norwegen. Bei mir war es immer so, wenn ich seinen Namen eingegeben habe, hat Google vorgeschlagen, Øyvind Ausland zu schreiben. Aber er kommt aus dem Ausland, aus Norwegen, und wir heißen ihn sehr herzlich willkommen. Er hat uns einen besonderen Impuls mitgebracht über Schönheit des Glaubens im Zusammenfinden, im Heilwerden, Schönheit des Glaubens in der Lebensveränderung. Gustavo Victoria wird ihn übersetzen. Und als Schlusspunkt sind wir dann alle miteinander eingeladen, die Schönheit Gottes zu loben, ihm zu begegnen in der Anbetung und seinen Namen zu preisen. Man sagt ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ich glaube, Schönheit liegt im Auge des Beachters. Bevor wir stehen und sehen, Dinge betrachten, müssen wir zuvor doch erst gehen und stehen, Dinge beachten. Also sowas wie ein Stopp, das mich herausreißt aus dem Trott, in dem wir gerade stecken, stecken uns Ziele und laufen erschreckend viele Strecken vor und zurück wie Markisen. Hören wir auf mit Beachten, ist's auch aus mit Betrachten, wodurch Sinne verschmachten, weil sie nicht mehr beachten diese Hand, die sie machte. Einziges Trachten nach innen nun tastet, hastet, Ziel sogar sinnlos, fast wie ein Mensch, der viel fastet, um Gebete an einen Gott zu bekräftigen, von denen er nicht mal ansatzweise dachte, dass auch nur eines etwas brachte. Vielleicht geht das aber auch zu weit. Das Zurückweisen von Schönheit gleichzusetzen mit Sinnlosigkeit, doch so wie kein Boot sich treibt, sondern gesteuert vom Kapitän, der die Richtung weiß, scheint da auch etwas in uns zu liegen, das uns treibt. Vielleicht haben deshalb auch viele über Triebe geschrieben, die tief in uns verwinkelt liegen. Aber mal ernsthaft, lehne ich den Maler nicht ab, wenn ich sein Bild kritisiere und ihm so suggeriere, er ständ irgendwie unter mir. Bunter wär's mir lieber, mal doch lieber das und die da, dabei sind meine geratzten Linien wie der schiefe Turm von Pisa. Was bleibt übrig, wenn wir uns entschließen, Wahrheit und Schönheit abzutun als bloße Fantasie? All die Namen nicht zu ließen, wie die Dinge wirklich hießen und uns verschließen, wie die Türen von Verließen, doch in eben diesen ließen wir uns selbst zurück. Auf der selbstgewählten Pilgerfahrt, Schritt für Schritt, Stück für Stück, fast verrückt wie von Sinnen, kein Entrinnen und bei weitem auch kein Glück.
Und diese Fahrt endet dann irgendwann am Rand eines grauen Meeres. Und ich sage Rand, nicht mal Strand, weil solch ein Wort hier verkehrt ist, dieses Meer ist. Angefüllt bis zum Überfließen mit überflüssigen Dingen, in der Hoffnung, dass es diese Dinge sind, die uns Überfluss bringen. Überflüssige Namen, überflüssige Titel, die sie uns gaben. Überflüssige Waren, die alle nicht das Wahre waren, versuchten Wahres nachzuahmen, doch kamen noch nicht mal so weit wie Replikas von Markennamen. Überflüssige schwarze Zahlen auf weißen Kalendern markieren überflüssige Treffen mit überflüssigen Blendern, deren Zweck letzten Endes die Vermehrung des Geldes. Darum erlaube ich mir an und auch innezuhalten, abzuschalten, Unterbrechungen zuzulassen, heiße sie sogar willkommen und gehe nicht achtlos daran vorbei. Manchmal denke ich dann, ich hätte für sowas keine Zeit, aber Zeit muss ich mir nicht nehmen. Zeit ist ein Geschenk, das heißt, sie wurde gegeben, eben genau wie das Leben. Sola gratia, hat es Luther geschrieben. Das Leben ist schön, trotz Wunden und Tränen. Vielleicht sind sie der schwarze Hintergrund, um das Farbenspiel zu sehen, der Kontrast gewissermaßen, um die Schönheit zu verstehen. Schönheit. Also nicht nur etwas, das schön bleibt, sondern gerade jetzt schön ist, während ich das beschreibe. Doch mit der Zeit mag dasselbe Kleid am Ende sogar hässlich erscheinen. Es tut mir leid, Vergänglichkeit wurde leider von uns Teil, als diese Hand die Frucht ergreift, weil sie meint, dass sie es besser weiß. Und dass nicht alles so schön bleibt, reizt mitunter sogar zum Weinen, weil auch die Schönheit selbst so vergänglich zu sein scheint. Schönheit ist wahr, zumindest für mich, doch liegt da auch der Haken, denn für dich vielleicht nicht. Wer würde wagen zu sagen, was Schönheit wirklich ist, wenn Schönheit offensichtlich so unterschiedlich ist? Was ist denn schön? Vielleicht dieses Gedicht. Hoffentlich, ich find's okay, aber du vielleicht nicht. Was ist schön? Hey, für mich sicherlich dein Gesicht. Aber wenn ich das zu dir sage, sagst du, so siehst du dich nicht. Wahrheit ist schön. Aber was ist denn Wahrheit? Echo von Pilatus' Frage auf der Suche nach Klarheit. Vielleicht funktionieren diese beiden ja auch nur gemeinsam, so wie Glaube, Hoffnung und Liebe in ihrem stetigen Dreiklang. Wahrheit und Schönheit oder wahre Schönheit. Ich jedenfalls halt dafür an, so oft ich kann. Patanji nasaka kwimbi muna mujishina jankambo yetu Jesu Christu namba mutende mwane. Und jetzt dürfen Sie alle mal klatschen. Vielen Dank. Vielen Dank. So hätte ich Sie begrüßt in Sambia im südlichen Afrika, dem Land, in dem ich selbst 10 Jahre mit meiner Familie verbracht habe. Ich habe Sie gegrüßt in einer der 72 Sprachen, die man dort spricht, Kikaonde. Ich habe Sie gegrüßt im Namen Jesu und habe Ihnen Gottes Frieden zugesprochen. Schönheit der Kulturen, Schönheit von ja, dem, was Gott tut um den Globus. Als ich gefragt wurde, hier einzuspringen für die Claudia, da musste ich nicht lange überlegen, habe ich gesagt, 8 Minuten schwärmen über die Schönheit dieser Welt und der Kulturen fällt mir nicht schwer, obwohl 8 Minuten nicht so einfach rund um den Globus. Es ist ein Stück weit meine eigene Geschichte, meine eigene Lebensreise, der ich aus einem ganz bodenständigen, monokulturell geprägten Hintergrund komme. Schwäbischer Gartenbaubetrieb, 6. Generation, Schaffer, Häuslebauer. Ich bin sehr dankbar dafür, aber wie mich Jesus dann herausgeführt hat in die Weite, durch die Mission und ich erleben durfte und erfahren durfte, ja, wie Gott ganz andere Kulturen erschaffen hat und was für ein Reichtum das ist und was für eine Faszination, die kennenzulernen, dabei zu sein. Die Kinder waren damals 2,5 und 1,5 Jahre alt, als wir ausgereist sind nach Sambia. Und ich muss sagen, das waren schon auch Challenges, Herausforderungen, einzutauchen in so eine ganz andere Kultur, anzukommen. Ich vergleiche es immer mit einer Geburt. Ja, man muss eigentlich nochmal neu geboren werden in so einer anderen Kultur. Und man kann alles wissen über eine Geburt, man macht die Geburtsvorbereitung, aber am Ende, wenn es dann soweit ist, ist es doch auch schmerzhaft. Brauchst Zeit, brauchst Energie, wirklich anzukommen. Und so ist es auch mit
den Kulturen. Und bis es auch soweit ist, dann eine Kultur wirklich positiv zu sehen, sich daran zu freuen. Es ist nicht selbstverständlich und es geht auch nicht von selbst. Es ist auch ja, ein Stück Arbeit damit verbunden. Ja, für uns war es dann so, dass die afrikanische Kultur in dem Fall schon wie ein Spiegel war, der uns vorgehalten wurde. Man sieht dann vieles Gute an seiner eigenen Kultur, das man auch schätzen kann, wo man sich drüber freut, aber es kommen auch Dinge zum Vorschein in der Auseinandersetzung, im Kontakt mit ganz anderen Menschen, Dinge, die einem dann auffallen, wo man denkt, Mensch, könnte auch anders sein. Und man fängt dann an, damit zu arbeiten, damit umzugehen. Für mich war die große Lektion, die ich in Afrika gelernt habe, und manchmal sage ich, ich glaube, Jesus hat mich deshalb nach Afrika geschickt, die große Lektion, der Mensch geht vor. Die Beziehung, nicht die Arbeit, ist auch wichtig, ja? Das Schaffer, Schaffer, Häuslebauer. Aber der Mensch geht vor. Die Beziehung, das Vertrauen zu Menschen, das musste ich und durfte ich lernen. Ein Stück weit zumindest. Wir waren fasziniert von der Freundlichkeit, von der Gastfreundschaft, von der Lebendigkeit unserer afrikanischen Geschwister. Und ich kann sagen, was uns passiert ist, ein Stück weit auch durch die geistlichen Realitäten, die unsere afrikanischen Geschwister noch mal ganz anders wahrnehmen. Wir sind ein Stück weit, würde ich schon sagen, dem Himmel näher gekommen in der Zeit. Und wir haben gute Freunde gefunden, wie zum Beispiel diesen afrikanischen Häuptling, den Chief, His Royal Highness Chief Mumena der XI. Es ging dann zurück, 10 Jahre später, und ich hatte dann das Vorrecht, unterwegs zu sein für die Liebenzeller Mission, jetzt die letzten 8 Jahre den globalen Süden zu betreuen, unsere Partner dort, unsere Mitarbeiter. Ich habe immer gesagt, ich habe den schönsten Job bei der Liebenzeller Mission. Ja, doch, war wirklich so, gibt auch Herausforderungen, ganz klar. Auch die Zerbrochenheit der Welt zu erleben, auf jeden Fall. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Unser Chief hat uns auch mal besucht in Deutschland. Wir haben 10 Tage lang, ich glaube, Jugendevangelisation um Stuttgart herum gemacht, zusammen mit ihm. War eine großartige Sache. Aber jetzt einfach noch ein paar Schlaglichter, andere Kulturen, andere Menschen und auch insbesondere das, wie Jesus wirkt in dieser Welt. Ich kann mich gut erinnern, mein erster Besuch in Papua-Neuguinea. Man braucht ja schon mal fast 48 Stunden, bis man dort ist auf dieser Insel am anderen Ende der Welt. Dann nochmal 2 Stunden Inlandsflug, dann nochmal 1 Stunde mit dem Wasserflugzeug in den Sepik rein, dieses entlegene Gebiet. Irgendwo landet man dann auf dem Fluss. Hoffentlich hat der Pilot statt der Räder jetzt die Schwimmer rausgemacht, war in dem Fall so. Und dann noch fast den ganzen Tag mit so einem großen Einbaumkanu den Sepik, diesen Fluss, hochgefahren. Bis wir dann in Niksek ankamen, da wurde das Bild gemacht. Und die Leute sind so anders, die gucken so anders, die spucken so anders. Ich dachte wie, Aber dann zu erleben, mit Übersetzung, of course, am Abend, als wir zusammensaßen, die Bibel gelesen haben, gebetet haben, zu erleben, wie trotz dieser Unterschiedlichkeit wir eins sein können im Glauben, wie wir uns gegenseitig Zeugnis geben konnten von der Treue Gottes, wie wir uns ermutigen konnten und sogar zusammen beten. Einfach faszinierend. Ja, noch 2, 3 Splitter. Bin ich selbst gespannt, wo wir hinkommen. Ich habe mir das aufgeschrieben. Bangladesch, genau. Eigentlich ist jeder der Bengalen ein Künstler. Diese wuselige Kultur, 170 Millionen Leute in einem kleinen Land. Jeder Bengale ein Poet, ein Philosoph, ein Lebenskünstler. Und dann diese ganz kleine christliche Minderheit, 0,3% Christen in einer großen Mehrheit von muslimisch geprägten Leuten. Aber wie sie ihren Glauben mutig und mit Leidenschaft leben und Brücken bauen in diese islamische Mehrheitsbevölkerung hinein, hat mich fasziniert, jedes Mal, wenn ich dort war. Auch schon die Kleinen, die hier einen Kuchen anschneiden zur Einweihung von dem Kinderdorf, wo ich dann mit dabei war. Cipriano, 74 Jahre alt, im Norden Ecuadors, Ibarra, er erscheint gleich. Ich mache noch das Abitur, Martin, ich mache jetzt das Abitur. Nächsten Monat schreibe ich die Prüfungen. Was, mit 74 Jahren? Spinnst du? Doch, die Leute nehmen mich nämlich nur dann ernst, als Pastor, wenn ich auch einen Schulabschluss habe. Mein Leben lang bin ich für Jesus unterwegs, aber jetzt mache ich das Abitur, weil ich dann ernst genommen werde von meiner Bevölkerungsgruppe. Und er hat es tatsächlich geschafft, das Abitur zu schreiben und ist immer noch tätig. Das war vor 4 Jahren, jetzt ist er 78, als Pastor und ist Zeuge von Jesus dort
im Norden Ecuadors unter den Negritos, diese schwarzen Nachfahren der Sklaven. Ich war auch fasziniert von dem tiefen, von dem leidgeprüften Glauben der Geschwister in Afghanistan. Ich war einmal dort. Und das zu erleben, wie sie, ganz wenige Christen gibt es ja dort nur und sehr im Untergrund, wie sie in diesem Land mutig ihren Mann stehen für Jesus, trotz aller Schwierigkeiten. Aber die Kultur hat mich auch fasziniert. Es war früh morgens, bin in die Stadt gelaufen. Hahnenkampf ist eigentlich verboten, weil es da um Geld geht, ja. Dann haben sie mich als Musungu, als Weißen da eingeladen. Ich musste ganz vorne hinsitzen und diesem Spektakel beiwohnen. Ich habe gebetet, dass da keine Taliban dabei sind, waren keine dabei. Oder zumindest haben sie sich nicht geregt. Dann kürzlich noch bei den Rohingyas. Diese Vertriebene, dieser diskriminierte Stamm Myanmar, dann wurden sie wurden sie verfolgt. Sie sind abgehauen ins benachbarte nach Bangladesch. Ich war kürzlich dort, als ich Bangladesch besucht habe, hat mich sehr bewegt. 1 Million Flüchtlinge, das größte Flüchtlingscamp der Welt zurzeit. Am längsten Sandstrand der Welt, eingepfercht, zusammengequetscht, aber doch mit einer großen Dankbarkeit. Wir sind jetzt frei, obwohl sie menschlich gesehen eigentlich keine Perspektive haben. Keiner will sie haben. Es gibt ungefähr 500 Gläubige in diesem Millionen-Camp von Rohingyas. Und ich war fasziniert zu sehen, wie diese Leute mit viel Kreativität und viel Mut wiederum auch dort ihren Glauben an Jesus leben. Es wurde gerade der Jesusfilm vertont in dieser Rohingya-Sprache und sie mussten diese Sprecher rausschmuggeln aus dem Camp jeden Tag. Da haben alle zusammengeholfen, dass es gut ging, dass die alle rauskamen. Hier sieht man ein bisschen was davon, wie das dann lief. Petrus und Maria, die Sprecher für die zwei Rollen, hat auch gut gepasst vom Typ her, können aber nicht lesen, nicht schreiben, musste man jeden Satz auswendig mit ihnen lernen und dann wurde er aufgenommen. Faszination, Kultur, überall hat Gott seine Leute. Auch bei uns in Deutschland. In den letzten Jahren sind viele, noch viel mehr zu uns gekommen. Und diese Menschen bereichern uns, bereichern unser Land, bereichern unsere Gesellschaft, hoffentlich auch unsere Gemeinden. Rawa aus Bagdad, beim Nachbarschaftsfest in Bad Liebenzell, in unserem Hoffnungshaus. Oder hier noch 2, 3 Bilder und dann bin ich fertig. Die Uhr steht auf 0. Lange genug geschwärmt. Interkulturelles Wandern mit der Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins Bad Liebenzell. Schon das dritte Mal am 1. Mai. Spannend. Die Schwarzwälder waren am Ende nicht mehr zu sehen. Immer nur die Interkulturellen. Miteinander unterwegs zu sein. Gemeinsam auf dem Weg Jesus nachzufolgen, den kulturellen Reichtum zu entdecken und gemeinsam schon ein bisschen zu üben für den Himmel. Lessa emupeshe, wird man jetzt in Sambia sagen. Gott segne euch. Und dann klatschen alle. Thank you for inviting one who's coming from a small village up north called Norway. Vielen Dank für die Einladung, dass ein Mann kommen kann aus einem kleinen Dorf dort im Norden aus Norwegen. So my name is Øyvind. I'm from the Evangelical Lutheran Church in Norway. Mein Name ist Øyvind und ich gehöre zur lutherischen Kirche dort in Norwegen. Married with Linda, have 4 kids. Ich bin verheiratet mit Linda und habe 4 Kinder.
working with church planting mission in our own denomination. Und ich arbeite in der eigenen Denomination in der Gründung von Gemeinden. And I'm asked to talk about the beauty of unity. Und ich bin gebeten worden, über die Schönheit von Einheit zu reden. And can I take you in an imagining like a traveling to a picture? Und ich möchte euch mitnehmen auf eine kleine Reise zu einem Bild. Can you see a field in front of you? Könnt ihr euch vorstellen, so ein großes Feld vor euch? And in the field there is a rock. Und da ist mitten auf diesem Feld ein Stein, ein großer Stein. On the rock there is a 20-year-old boy. Und auf diesem Stein, da steht ein 20-jähriger Junge. Who's training his preaching skills. Und er trainiert gerade das Predigen. And the audience is brown. Die Zuhörer sind alle braun. Have four legs. Haben vier Füße. And call cows. Und sie heißen Kühe. And it was me. Und das war ich. And I was there because I want to preach. Und ich war dort, weil ich wollte predigen. In that situation, God started to speak to me through the book of Nehemiah. Aber in dieser Situation hat Gott zu mir gesprochen, nämlich durch das Buch Nehemia. And it was like in the chapter 3, I read through Nehemiah. Und ich habe das ganze Buch gelesen und in Kapitel 3 was gefunden. And I understood if there should be a change in the Israelitic faith and building on the temple. Und wenn ich habe gelesen, dass wenn eine Veränderung im Glauben Israels kommen sollte und im Tempel. They had no choice, they need to go side by side. Dass sie dann auf jeden Fall nebeneinander miteinander das tun müssen. And from the chapter 3 you can read side by side, side by side, side by side, side by side. Und ab Kapitel 3 liest man immer wieder dies nebeneinander, 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 nebeneinander. And was like God started to speak to me. Und da hat Gott angefangen zu mir zu reden. If we're gonna restore, wenn tatsächlich the foundation of the faith in Norway or in Europe, wenn tatsächlich der Grund des Glaubens erneuert werden soll in Norwegen oder in Europa, and start to create a new narrative, und eine neue Geschichte gestartet werden soll, where God move into the center again, wo Gott wieder in den Mittelpunkt gerückt wird, there's no option. Da gibt es keine andere Option. His people need to walk side by side. Seine Leute müssen nebeneinander laufen. And then God to start to speak and say it's side by side man and woman. Und dann schreibt Gott auch weiter, dass es Mann und Frau nebeneinander. Because the image of God is put into the relationship of man and woman. Denn die Ebenbildlichkeit Gottes ist in dieser Beziehung zwischen Mann und Frau auch gestellt. It's side by side generation. Nebeneinander in den Generationen. Before God, God is a God of Israel, of Abraham, Isaac and Jacob. Weil eben Gott ein Gott von Abraham, Isaac und Jakob ist. God is a God of generation. He works through generation and in generation. Gott ist ein Gott von den Generationen. Er arbeitet durch Generationen und in Generationen. And it's about denomination and organization. Und es hat zu tun mit Denomination und Organisation. All the tribes working together. Alle Stämme sollten miteinander arbeiten. It's about nation and continent. Es hat zu tun mit Nationen und Kontinenten. And in the last years I just feel God speaking about church community commerce. Und in den letzten Jahren merke ich, wie Gott redet über das Zusammenkommen von vielen Kirchen. It's bringing together what belongs together. Es kommt zusammen, was zusammengehört. Unity. Es ist die Schönheit der Einheit. Because there is a relationship of identity and there is a relationship of impact. Weil da eine Beziehung, eine Identität von Beziehungen, eine Identität von Eindruck da ist. You are in this room and you have different relational identity. Ihr seid hier in diesem Raum und ihr habt unterschiedliche Identitäten aus der Beziehung heraus. From your church, from your tribe, von euren Gemeinden, von euren Stämmen, from your network, from your community, von euren Netzwerken, Gemeinschaften. There is relationship of identity where you belong. Da ist Beziehung von einer Identität herkommend, da wo du hingehörst. But what if you, aber was wenn, like this, come together, wir zusammenkommen and ask in unity, und plötzlich in der Einheit gefragt wird, what could be our relationship of impact in our nation? Was könnte die Beziehung, die wir gemeinsam als Eindruck nach außen in die Nation geben können? In Germany, like in Norway. In Deutschland, so wie in Norwegen. The Lutheran Church are the key.
die lutherische Kirche plötzlich zu etwas wird, was der Schlüssel wird für eine Nation. What would happen, was würde dann passieren, if you go from your relationship of identity into a relationship of impact? Wenn wir von dieser Beziehung aus der Identität heraus zu einer Beziehung des Eindrucks, des Impacts in die into Welt a unity kommen. Of mission. Dass wir eine Einheit der Mission werden. So the unity is not only relationship, it's the unity of direction and mission. So dass dann die Identität nicht nur mit Beziehung zu tun hat, sondern mit Orientierung und Mission. That's the story of Norway. Das ist die Geschichte aus Norwegen. In 2014 we were 800 leaders. In 2014 waren wir 800 Leiter. That had a 20 years of story. Und wir hatten alle so 20 Jahre and we Geschichte saw hinter uns. The change of decreasing in the Church of Norway changed by 2005. Und wir sahen dann, wie so langsam die ganze Kirche alles nach unten ging. And in 2008 we came together. Und 2008 haben wir uns getroffen und kamen zusammen. And we signed an agreement. Und wir haben dann ein Bündnis unterschrieben. All the Lutheran organizations and all the free church organizations. All die lutherischen Organisationen und die das Ganze nochmal unter. Of seeing 400 ja. multiplying churches planted. Come on. Ja, ist unglaublich. You're amazing. I'm a slow Norwegian. Yes. What did you say? To see 400 multiplying churches planted. Wir wollten 400 Gemeindegründer sehen. Train 4,000 leaders of church planting. 4,000 Leiter für Gemeindegründung schulen. And remain true to the word of God as the only way of discipling a nation, being salt and light in the nation. Und dabei treu Gottes Wort gegenüber bleiben, um das als einzige Quelle, um Segen zu werden für die Nation. And we are moving together. Und wir bewegen uns gemeinsam vorwärts. Out of that, something called M4 was birth. Und aus dem heraus kam dann dieses M4-Prinzip. From 8 denominations working together. 8 Denominationen, die zusammengearbeitet haben. And we saw we need to train the church planter and their team to put them up for success. Und wir haben gesehen, wir müssen die Kirche, wir müssen die Teams schulen, damit sie Erfolg haben können. And within 7-8 years now, the M4 have 400 new churches planted, 30 different denominational organizations. Und in 7 bis 8 Jahren waren 400 neue Gemeinden gegründet worden und neue Organisationen gegründet worden. It went in 7 years to 14, 15 different nations of Europe. Und es ging dann in 14, 15 Ländern in Europa sogar. The power of unity. Das ist die Kraft der Einheit. Working together. Das Zusammenarbeiten. Unity in mission. Einheit in Auftrag, in Mission. Relational identity, but also of impact. Die Beziehung aus der Identität, aber auch aus der Arbeit. Let me give you a picture. Lasst mich euch noch ein Bild geben. The footprint of the church in this world. Die Spuren der Kirche in dieser Welt. When everything ends. Wenn alles zu einem Ende kommt. Three things remain. Bleiben 3 Dinge auf jeden Fall stehen. Faith. Das ist der Glaube. Hope. Das ist die Hoffnung. And love. Und das ist die Liebe. And what about? Und was wenn? We who believes in the priesthood for every believer. Wir, die wir in das allgemeine Priestertum der aller Gläubigen glauben. Mobilize the whole church and the whole body of Christ. Wenn wir die ganze Gemeinde und den ganzen Leib Christi mobilisieren. Into addressing the lostness, the faith area of a region or a city or a nation. Damit wir die Verlorenen erreichen, dort wo am meisten Not da ist. Because people are lost without Christ. Weil Menschen verloren sind ohne Christus. How can we come together and plant churches, reach out to people? Wie können wir zusammenkommen, um Gemeinden zu gründen und Menschen zu erreichen? In all the intercultural area, how can we do it together? Wie können wir das im interkulturellen Bereich gemeinsam tun? How can you be a vehicle of unity, of impact where you are? Wie kannst du ein Fahrzeug für diese Kraft, für diesen Auftrag werden, da wo du bist? But it's not only faith, it's also love. Aber es ist nicht nur der Glaube, es ist auch die Liebe. How can we address the pain, the social pain of our place? Wie können wir die Not, die schmerzhafte Not an unseren Orten adressieren? And go together and address it and make a change, a difference where we are. Und zusammenkommen und dort einen Unterschied machen, wo wir sind.
But it's not only the love, it's the hope. Aber es ist nicht auch nur nicht die Liebe, sondern auch die Hoffnung. Die Hoffnung der Zerbrochenheit. How can we mobilize every believer? Wie können wir jeden Gläubigen mobilisieren? To take their place. Damit sie an ihrem into Platz sind. Social environment. Dort in diese Gesellschaft hinein. In die Regierungen into hinein. The business environment. In die Geschäftswelt hinein. And be a transforming factor. Um ein transformatorischer Faktor zu werden. Of bringing faith. Um Glaube, Liebe und Hoffnung hineinzubringen. Aber das ist was das können wir nicht alleine machen. Wir müssen zusammenkommen. Es hat zu tun mit Einheit. Aber nicht Einheit nur um der Einheit willen. Es ist Einheit wegen dem Auftrag, den wir haben. Gottes Auftrag. Sein Reich. In our nation, in unserer Nation, in your region, in unserer Region, in your city, in deiner Stadt, in your neighborhood, in deiner Nachbarschaft. How do you see God? Wie siehst du Gott? Use you, dich, dass er dich gebraucht. From your identity of relationship, von deiner Identität, die aus der Beziehung kommt. Start to bring people together, und dann Menschen zusammenkommen. And ask the question, und eine Frage stellen. God, Gott, what are you calling us? Wohin berufst du uns? Impact, um einen Eindruck zu machen, um eine Änderung zu schaffen. Where you have put us. Da, wo du uns hineingestellt hast. And who und wer? Are you calling us to work together? Wohin berufst du uns, um gemeinsam zu arbeiten? Let us pray. Lasst uns beten. Lord, thank you for all these faithful people. Herr, wir danken dir für all diese Leute, die voller Glauben hier sind, serving you. Die dir dienen. And I pray that you pour out the heart. Und ich bete, dass du ihr Herz voll machst, of seeing more than their own kingdom. Dass sie mehr sehen als nur ihr eigenes Reich, but see your kingdom. Dass sie dein Reich sehen. Seeing more than their own tribe, dass sie nicht nur ihren eigenen Stamm sehen, but see your new temple. Aber deinen neuen Tempel sehen können. A place where you presence come down like the temple of Jerusalem. Der Platz, an dem deine Gegenwart herunterkommt, wie im Tempel in Jerusalem. And you feel it. Und dass du es erfüllst. Because you love. Weil du bist Liebe. When your people und du liebst work es, in unity. Wenn deine Leute in Einheit zusammenarbeiten. With you to impact their environment. Und komm herunter, um da bless hineinzukommen in diese name. Welt. In deinem Namen segne amen. Sie. Amen. Ich feiere dich für dein Erlebnis mit Gott und die Geschichte, die du erzählst. Für das Wunder, das zu teilen du für heute erwählst. Es ist grandios und wunderbar, wenn du vor Menschen Fahne zeigst und deine Story von Gott mit uns, mit ihnen und mit allen anderen teilst. Und am Ende wird klar, dass das alles in allem ein wahres Wunder war. Du bist so schön, wenn du von Gott erzählst. So ehrlich und echt, auch wenn du vielleicht nicht immer die richtigen Worte wählst. Weißt du, ich stelle mir diese Fragen doch selber so oft. So oft habe ich selber auf eine Antwort gehofft, aber mir hat nicht gereicht, diese von Gott zu erhalten. Nein, ich wollte meine Schönheit immer selbst verwalten. Ich will ja, dass meine Seele sich freut. Aber ich weiß einfach nicht mehr, wo ich suchen soll. Also frage ich mich, wer hat in mein Herz geschaut? Wer kennt meine Fragen, egal ob leise, ob laut? Wer hat mir mein Herz geschenkt und wer ist es, der Tag und Nacht an mich denkt? Jeremia 29,13. Wenn du mich suchst, so lasse ich mich finden. Ist das vielleicht die Antwort? Kann der Glaube meine Fragen mindern? Kann der Glaube deine Angst verhindern? Sophie Loren hat gesagt, Schönheit spiegelt sich in unseren Augen. Das muss ich ja nachweisen lassen. Das muss ja irgendwie zu sehen sein. Finde ich die Schönheit vielleicht auch im Glauben? Finde ich Gott in seinem Versprechen? Erster Akt. Beharrlich suche ich deine Nähe. Sollst alles sein, was ich bald sehe. Ich möchte leben nur mit dir. Du als mein Lebenselixier. Du schriebst mir 1000 Liebesbriefe und alle gehen in die Tiefe. Du gabst Obhut meiner Seele, dein Atem ist in meiner Kehle. Du schenkst Anmut ewiglich und ich sag Gott, ich liebe dich. Gott, du bist es, der den Glauben schön macht, weil du nach unserer Story fragst, weil du all die Wunder tatst und weil du mein Leben mit deinem vertratst.
Und weil Glaube durch dich lebendig ist, durch dich und die Beziehung, die du mit uns willst. Ich sehe dich in all den Geschichten. Ich sehe dich in all den Wundern und Gedichten, die mir von ihren Erlebnissen berichten. Und dann sehe ich Geschenk und Gnade, Barmherzigkeiten und ich habe wieder das Gefühl von Dankbarkeit in meinem Herz. Und das will ich feiern. Ich will die Schönheit des Glaubens feiern, weil ich mehr tun will, als nur immer wieder dasselbe runterzuleiern. Es ist egal, ob ich diese Geschichten selbst erlebt habe oder ob Gott sich mir durch deine Geschichte etwas näher neigt. Denn Gott ist Gott und er hat mir oder dir auf diese Weise seine Gnade gezeigt. Deshalb singe ich die Lieder, die er mir ins Herz gelegt. Deshalb gehe ich dorthin, wohin auch immer er geht. Wo er ist, das soll da sein, wo es mich hinbewegt. Falls ich mich verliere, er findet mich wieder. Und ich weiß, dass er sich freut, wenn ich lache. Dass er sich freut, wenn ich seine Liebe zu meiner mache. Die Schönheit des Glaubens ist die Beziehung zu Gott. Er gibt mir Wurzeln und Flügel, er hilft in meiner Not. Er küsst mich auf die Stirn wie ein Vater sein Kind. Er sagt mir, du bist nicht allein, nur vielleicht ein bisschen blind. Deshalb legt er zwischen uns ein Band, das niemand jemals durchschneiden kann. Er gibt mir Freiheit und er fragt nicht, wann ich denn auch mal was für ihn tue. Ich darf ausprobieren, was ich will. Und so ging ich, doch da draußen ist es still. Und jetzt suche ich meinen Ursprung. Wo kam ich her, wo soll ich hin? Und jetzt suche ich mich selber. Kannst du mir sagen, wer ich bin? Ich höre, dass er mich liebt, ist selbstverständlich. Seine Liebe ist unendlich. Hör, er lässt 99 stehen, um mir alleine nachzugehen. Wenn ich schlafe, bleibt er wach, hält Angst und Grauen mir in Schach. Und wenn ich mich auch mal verliere, hält er mich und geht mit mir. Ja, vielleicht drehe ich mich im Kreis und vielleicht suche ich meinen Sinn. Ja, oftmals fühle ich mich allein und so oft gebe ich mich dem hin. Doch da ist die Schönheit des Glaubens, die Beziehung zu Gott. Er gibt mir Wurzeln und Flügel, er hilft in meiner Not. Er küsst mich auf die Stirn wie ein Vater sein Kind. Er sagt mir, du bist nicht verloren, weil wir immer zusammen sind. Ich legte zwischen uns ein Band, damit wir uns nicht verlieren. Du fällst niemals tiefer als in meine Hand. Und wenn du willst, bin ich stumm. Doch weg bin ich nie, denn ich bin Alpha und Omega. Ich bin niemand, der flieht. Ich bin die Liebe der Vater, ich bin wahrhaftig da. Und unsere Beziehung bedeutet mir mehr, als dein Auge je sah. Und langsam kehren meine Erinnerungen zurück. Ja, ich glaube, ich habe mich verloren, Stück für Stück. Doch ich weiß noch, dass Liebe mehr als alles zählt. Weiß, da war ein Rahmen für mein Weltbild, war was, das für mich als Held gilt. Und vielleicht weiß ich jetzt wo. Denn wenn am Ende klar wird, dass das mit dir ein Wunder war, wenn mir wieder all die Geschichten einfallen und die Gesichter, in denen ich sie sah, dann sehe ich Geschenk und Gnade, Barmherzigkeiten und ich habe wieder dieses Gefühl von Dankbarkeit in meinem Herz. Wenn ich darüber nachdenke, was die Schönheit des Glaubens ist, dann komme ich unterm Strich zu dem Ergebnis, dass es die Geschichten sind, berichten von einem lebendigen Gott, aber erzählt von seinem Kind. Dass es die Beziehung ist, mit der er mich durchs Leben lenkt. Und dass dieser ein Fest ist, das zu feiern er niemals aufzuhören gedenkt. Und dass er mich so reich beschenkt. Und ich komme zu dem Ergebnis, dass es nicht einfach nur Geschichten sind, sondern wahre und lebendige, einzigartige und beständige Erfahrungen. Und dass es keine Märchen sind, mehr als Rapunzel und Schneewittchen für ein Kind. Und dass es wahr ist, was du sagst. Dass es echt ist, wenn du mich nach meinen Gefühlen fragst. Und das ist wunderbar, weil den Glauben zu feiern schon immer ein Wunder war.